So, also, als nächstes haben wir den Kevin hier vom Moderationsteam. Hallo, hallo. Von mir ein paar ruhigere Worte. Vor 3 Jahren haben die Banken bereits die öffentlichen Kassen überfallen. Geld her oder das ganze Finanzwesen bricht zusammen. Mit erpresserischen Mitteln haben sie die Schulden der Banken in die öffentlichen Haushalte verschoben, um die Vermögen der Reichen zu retten. Die Deutsche Bank verlangte, dass die Regierungen das notwendige Geld über Staatsanleihen beschaffen. Jetzt sind die Staaten verschuldet, und zwar bei den Banken. Diese kassierten Zinsen und fuhren Rekordgewinne ein. 10 Milliarden Euro Gewinn hat der deutsche Bankchef Ackermann für dieses Jahr geplant. Aber 18 Milliarden Euro steckt die Regierung in die Commerzbank zum Beispiel. Dafür hätte sie die Bank auch 4-mal kaufen können. Aber die Regierung verzichtete sogar auf jedes Mitspracherecht dabei. Und 2010 hat die Bank dann schon wieder einen Gewinn von 1 Milliarde abgeworfen. Und zwar an wen? An ihre Aktionäre. Und jetzt, 2011, sitzt sie auf Milliardenbeständen an riskanten Staatsanleihen und ist wieder dabei, wenn es darum geht, öffentliche Gelder anzuzapfen. Die Hypo Real Estate, ein anderes Beispiel, heißt jetzt Deutsche Pfandbriefbank. Zeitweise garantierte der Staat 142 Milliarden Euro für die Absicherung der Pleitebank. Plus Übernahme der Schrottpapiere in Höhe von 172 Milliarden Euro erreicht die Rettung dieses Privatunternehmens mit Staatsmitteln ziemlich genau die Höhe des aktuellen Bundeshaushaltes. Die Hypo Real Estate ist wie ein leeres Sparschwein, das vom Steuerzahler mit Geld gestopft wurde, um von der Deutschen Bank geschlachtet zu werden. Denn wäre die Bank nicht vom Staat gerettet und übernommen worden, hätte die Deutsche Bank ihre Einlagen bei der Hypo Real Estate abschreiben müssen und Verlust gemacht. Die Folge, die Profite sind privat, die Verluste werden sozialisiert, die müssen wir zahlen. Arbeitnehmer und Arbeitslose, die Rentner, die Jugend, die Steuerzahler werden in Haftung genommen und zahlen für die Krise. Dabei muss die Losung heißen, keine Rettungsschirme für die Banken und die Reichen, sondern Rettungsschirme für Arbeitsplätze, Löhne, Renten und soziale Sicherungssysteme. Was alle brauchen, Bildung, Energie, Gesundheitsversorgung, Transport und Wasser, das sollte auch allen gehören. Für eine Wirtschaft, die schonend mit der Umwelt umgeht und dem Menschen nützt, müssen die entscheidenden Wirtschaftssektoren im Gemeineigentum überführt werden. Und genau deshalb gehören die Banken und Finanzkonzerne in öffentliches Eigentum unter demokratischer Kontrolle. Und zwar für die Durchsetzung einer alternativen sozialen Politik ist die Vergesellschaftung der Banken und Finanzkonzerne erforderlich. Und das können wir diskutieren. Nicht nur die maroden Banken müssen vergesellschaftet werden, sondern alle, auch die profitablen Banken müssen vergesellschaftet werden. Und ich sage ganz bewusst vergesellschaften und nicht verstaatlichen, weil wenn Banken verstaatlich sind, wir wissen, was mit unserer Landesbank hier passiert ist. Es kann es nicht sein, deshalb sage ich vergesellschaften unter demokratische Kontrolle von uns allen. Vielen Dank. Dankeschön, Kerem.